Hallihallo, liebe Rehbahnfreundin. Hallihallo, liebe Rehbahnfreunde. Endlich wieder ein sehr liebes und herzliches Willkommen in meiner Violas Babystube. Endlich kann ich euch wieder jemanden vorstellen. Endlich bin ich wieder da. Hat wieder mal länger gedauert, aber naja, auch das kennt ihr, glaube ich, inzwischen von mir. Also, ich habe eine kleine oder eine große Neuvorstellung. Der ist ein ganz schön moppliger Specki, mopplige kleine Speckbacke. Das ist der kleine Knox. Der entstand aus einem Bausatz von Laura Lee Eagles. Jawohl. Ja, Knoxi hat was auf den Rippen. Ich habe immer Knoxi zu ihm gesagt. Irgendwie passt das. Ja, ihr seht, ja, ich versuche ja auch mal hier an der Stelle euch schon ein bisschen was bisschen näher zu zeigen. Also, ja, er hat wieder ein Painting. Das kann ich euch nachher noch mal zeigen. Ich halte mal auf die Fingernägelchen. Hier sieht man sie schön. Fingernägelchen zart und auch ein bisschen lackiert, zartes Weiß. Leicht lackiert die Fingernägelchen, ja, und dann nochmal gegenstoßen gegen die Kamera. Ja, schöne dunkle Wimpern, aber so ganz so dunkel sind die gar nicht, wie die hier wirken. Naja, ich habe gedacht, das passt so schön zu ihm, diese dunklen Wimpern. Also diese auch etwas längeren. Ich sage, es sind keine dunklen Wimpern und dann sage ich, die passen ganz schön, die dunklen. Also hier stellt die Kamera die ganz schön dunkel dar. Die sind so mittelbraun. Ja, naja, gut. So, sie wirken also erstmal dunkel. Jetzt mühen wir oder buddeln wir hier nochmal ein Füßchen aus. Dann zeige ich euch die Zehe nochmal. Da halte ich auch noch ein bisschen drauf, wegen der Einzelheiten so ein bisschen. Hier seht ihr Adern durchscheinen, ja. So, ja, hier auch noch ein bisschen dunkler. Das ist eigentlich. Und er hat einen Einbindekörper. Ja, jetzt muss ich aber stark überlegen. Ja, also er hat einen Einbindekörper, ist schön beweglich und reist auch bald nach Hause zu seiner Mami. Die wartet schon ganz geduldig. So, nun mache ich hier noch mal ein bisschen zu, buddel ihn noch mal ein bisschen ein. Dann habe ich euch das erste wieder wie immer an dieser Stelle gezeigt. Und dann ziehen wir um auf den Wickelplatz und dann machen wir ihn schick für die Heimreise. Jawohl. Gut. Ich wollte jetzt hier eigentlich noch mal drunter und da mal zwischendurch, aber das wird nichts. So richtig. So, ja, mein kleiner Willi, den kann ich auch gerade nicht zeigen. Der ist draußen, Wetter ist bei uns schön. Also mache ich einmal Knips, ziehen wir um auf den Wickelplatz und dann machen wir den kleinen schick und haben hoffentlich noch ein bisschen Spaß dabei. So, meine Lieben, das ging doch fix, ne? Ja, da bin ich wieder umgezogen auf meinen Wickelplatz und jetzt geht's weiter. Jetzt stelle ich euch den Kleinen weiter vor und wir machen ihn schick. Er hat schon eine Mami und geht ganz schnell jetzt auf Heimreise. Die Mami hat wieder geduldig gewartet. Und das ist sowieso eine liebe Mami, die immer ganz geduldig wartet, mir alle Zeit der Welt lässt und auch immer freie Hand, wie ihr Babylein gestaltet wird. Und das mache ich immer sehr gerne, dass ich das auch selbst gestalten darf und so weiter. Was heißt darf? Ja, ich möchte mal nichts weiter dazu sagen. Werde jetzt sowieso ein bisschen kürzer treten. Ihr merkt ja auch schon, dass die Abstände doch größer werden. Ich habe versprochen, ich bleibe noch eine Weile. Ich bleibe auch noch ein bisschen. Aber es wird so sein, dass es weniger Neuanfertigungen geben wird. Ich werde das eine oder andere Mäuslein noch machen. Ich habe noch ein paar einzelne Bausätze. Ein paar habe ich mich inzwischen getrennt. Aber es ist halt so, ich mach ja das Reborn aus dem Herzen. Und so, die müssen mir immer selber gefallen. Dann bin ich glücklich und ich hoffe dann, dass die Mami sich hier, wenn sie das Video sieht, verliebt und dann eventuell das eine oder andere Bo eine Mami, das eine oder andere Mäuslein nach Hause holen möchte, dann, wenn ich noch mal wen vorstelle, der so zu haben ist. Ich arbeite jetzt noch ab, ich habe noch zwei Bestellungen und dann ist nachher, dann gibt es freie aus, ja, aber nicht mehr so viele. Die Zeit ist anders geworden und jeder hält sein Geld ein bisschen zusammen. Die Materialien sind auch für mich sehr viel teurer geworden. Und naja, und es gibt einige Sachen nicht mehr. Ich will mich jetzt auch nicht so lange aufhalten mit der Vorrede. Es ist halt so, es wird ruhiger und langsamer werden, aber es wird das eine oder andere Video noch geben.
Vielleicht ich entwickle mich auch langsam in die Richtung Sammler. Vielleicht mache ich es dann auch wie andere Rebon-Mamis hier. Stell mal das eine oder andere Mäuschen vor, was ich selbst besitze. Zieh es mal um, mach es mal schick. Lass euch mal mit, nehmt euch mal mit in diese Richtung. Mir wird vielleicht was einfallen. Aber ganz weg möchte ich eigentlich selber auch nicht. Aber naja, jetzt rede ich doch schon ein wenig zu lange. Vielleicht sage ich das eine oder andere noch dazu, wenn ich jetzt hier. Erstmal machen wir den schick, denn die Mami wartet und es geht ja schließlich um ihren kleinen Zwerg. Also das ist mein heißgeliebter Knoxi. Den hatte ich auch mal irgendwann für mich selber angeschafft, den Bausatz, habe ihn dann aber nicht fertig gemacht. Den Bausatz gibt es schon lange nicht mehr, aber jetzt gibt es ihn als Reborn und er reist zu einer ganz, ganz lieben Mami. Jawohl, darüber freue ich mich besonders. Jo, gut, also ich werde euch jetzt erstmal einmal den Kopf hier rumzeigen, das Painting. Jawohl, er hat wieder ein Painting. Da hatte ich mich noch mit einer zweiten Farbe, normalerweise mache ich es immer mit einer Farbe. Hier hatte ich versucht, eine zweite Farbe dazu zu nehmen, aber die etwas schwächere Farbe ist wahrscheinlich untergegangen. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich wollte so eine Räumlichkeit, eine bessere Räumlichkeit herstellen. Naja, aber ich denke mal, ist ganz süß geworden, das Painting. Ne? Ganz zarte Augenbrauen hat er. Und jetzt werden wir ihm jetzt erstmal eine Windel verpassen. Das wird ja sonst langweilig hier. Ne? Erstmal eine Windel, dann wird gemessen, wenn ich es nicht vergesse. Und nicht langweilig werden lassen. Ja, ich mache hier, er hat auch ein richtig, er ist knuffig, er wiegt 2000, ich gucke gleich mal, 2783 Gramm, also richtig fast 3 Kilo ist der schwer. Ist wirklich ein richtiger Knüffel und richtige Speckbacke, das sieht man ja auch. Und schon wieder schnatter ich und es geht nicht weiter. Also, deshalb bekommt er jetzt erstmal, ja, wenn ich wieder wüsste, eine Windelgröße 3. Haben wir toll rausgekriegt, ne? Das steht ja auch drauf. Ihm mache ich erstmal eine Windel um, das hat seinen Grund. Ich habe so ein Höschen gekauft, ich weiß nicht, ob der Popo sonst da reinpasst. Also verzichte ich mal auf den Babyduft. Ich denke mal, die Mami hat auch selber welchen, die macht es vielleicht dann selber mit dem Babyduft. Ich lasse es erstmal, weil ich nicht weiß, ob ich es denn sonst in die Büchs reinkriege. Ne? Aber das wäre ja auch nicht so schön. So, jetzt hat er schon mal eine Windel, jetzt werden wir ihn gleich mal messen. Und da bin ich jetzt selber gespannt. Ich war der Meinung, er ist 56, aber man kann sich ja ganz schön irren. Ne? Das ist immer alles ein bisschen anders mit dem Knick hier im Bein. So, jawohl, hier ist die höchste Stelle. Dann gehen wir hier nochmal um die Ecke zur Haxe hin. So, und da kommen wir mal gerade auf 53. Ich habe es schon geahnt, aber der ist recht kompakt. Ich wäre der Meinung gewesen, er hat 56, aber ich bin trotzdem der Meinung, er trägt 62, wenn sie nicht zu groß ausfällt. Bin ich der Meinung. Naja, naja, gut. Dann geht es jetzt weiter. Natürlich, was habe ich gesagt? Er trägt 62, habe dann aber gleich erstmal ein Bodygröße 56 hingelegt. Ja. Das ist halt so. Jo. Aber ich denke mal, der passt. Die fallen ja auch immer recht unterschiedlich aus. Aber diese Sorte, die so wie Feinripp, nicht Grobripp ist, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Kann man das sehen? Ja, so ein bisschen gerippt sind die. Die mag ich sehr, sehr gerne und die passen auch immer relativ gut. So, jawohl. Jetzt machen wir mal versuchen, den anzuziehen und dem ziehe ich jedoch mal glatt den Body über den Kopf. Das mache ich ja eher selten. Ja, also ich bin mal wieder da. Ich hatte zu Anfang ja gesagt, es wird seltener werden und vielleicht melde ich mich dann einfach auch mit meinen Videos als Rebon-Mami, wie andere es auch machen und zeige das andere. Ich habe mir jetzt auch schon so ein paar was ausgedacht. Ich habe auch mir jemanden gekauft. Oder bei Onkel eBay, mit dem ja, bei Onkel, ja, also Namen nenne ich ihn wirklich nur zur Kenntlichmachung. Es ist keine bezahlte Werbung. Da habe ich mir auch einen Zwergi ersteigert, aber da muss ich erstmal selber psychisch durch, was ich zeigen möchte, was ich zeige. Ich weiß ja, ihr schaut gerne zu, aber ich merke auch, dass ihr sehr gerne diese Videos guckt, wo eben die Neuvorstellungen sind. Leider geht das nicht mehr ganz so schnell voran. Na, es schaut doch mal, wie niedlich er ist. Ja, den Nuki hatte ich zu Beginn nicht gezeigt, aber Nuki hat er auch. Der funktioniert auch gut, meiner Meinung nach. Da war der Lack noch ein bisschen frisch. Ich hatte die Lippen so ein ganz bisschen lackiert. Da war der Lack noch ein bisschen zu frisch. Ich möchte ja auch nicht, dass sich da was ab geht, ne? Klappt.
klappt, wackelt und hat Luft. Ja, na, der passt aber schön. Das ist vielleicht doch eine 56, was? So, nun geht es weiter. Was haben wir denn so Schönes? Jo, noch mal schauen. Also Gesicht habe ich euch gesagt. So, für ihn habe ich hier mal ein paar Säckchen, ein paar gestrickte Säckchen. Die habe ich auch mit den bunten Buchstaben Laden da gekauft im Internet. Ja, es ist ein bisschen, es ist keine, aber hier muss ich aufpassen, da muss ich mal gucken. Den Knopf wollte ich nicht abschneiden. Ich ziehe sie mal vorher an, weil er ein Höschen hat. Ich schlage es trotzdem um, ja. Weil er ein Höschen hat ohne Füße, habe ich ausgesucht. Ja, das kommt gleich. So, und deswegen habe ich so schöne weiße Stricksäckchen. Aber ich merke schon, dass ich schon wieder am Vergessen bin. Die Socken sind für mich jetzt mal das Wichtigste, was er hier ankriegt. Nochmal Nuki zeigen, ne? Und dann vergesse ich natürlich das Oberteil, ich Nudel. Ja, als Oberteil habe ich, solange ich habe und solange mir, es macht mir auch immer noch Spaß. Ich glaube, ich habe auch genug, bis ich aufhöre. Wieder eins von diesen ersteigerten, erbeuteten, erkauften, auch von euch geschenkten Eisgarnjäckchen, Jäckchen aus früheren Zeiten, von DDR bis sonst wohin. Also aus allen früheren Zeiten, von aus jedem Land irgendwas. Jetzt gehört es ja alles zusammen. Ja, jetzt ist ja wurscht, wo es herkommt, aus früherer Zeit, ne? Ja, und ich dachte, das war auch ein recht großes und ich dachte, das passt, auch wenn er schon ein größeres Baby ist, passt das noch wunderschön zu ihm. Habe ich mir gedacht. Jawohl. Er hat so ein süßes Fäustchen auch. Er hat ein offenes Händchen und ein Fäustchen. Ich selber liebe ja die offenen Hände immer ganz besonders. Aber hier bei ihm ein Fäustchen, ein offenes Händchen, das ist perfekt. Ja, mein Knoxi eben. Ja, der kleine Schiedermatz hier. So, dann machen wir ihm schnell noch hinten das Jäckchen zu. Aufpassen, dass wir den Faden nicht rausziehen. Alles schon gewesen. Dann kann man von vorne anfangen. Den Faden wieder rein machen. So. Ja. Denn. Na, schau her. Ja, das ist ein bisschen größer. Das ist auch ein bisschen länger. Da hat er ja gleich ein kurzes Höschen an. Heißes Höschen. Und noch was über seinen dicken Popo hier. Ja, er ist proper. Ich habe ihn auch kräftig gefüllt. Weil er reist sehr weit und da, wenn da die Füllwatte nachlässt, dann muss die Mama sich behelfen und das möchte ich nicht und deshalb ist er recht prall gefüllt. Ich habe die Erfahrung bisher immer gemacht, dass Füllwatte irgendwann zusammenkriecht und deswegen hab ich ordentlich was reingetan, so dass er dann auch ein strammes Bürschchen ist. Ist er auch. Irgendwie ist er so richtig, richtig muckelig. So, das Eisgarnjäckchen haben wir auch angezogen. Ja, ein Retro-Jäckchen heißt das Retro, nennt man so, ne? Ja, mit einem gelben Rand, fand ich auch ganz süß. So, und weiter geht es. Ja, wie ich ja das schon ganz geheimnisvoll verraten habe, kriegt er ein Höschen ohne Füße. Ja, ich habe mal ganz was anderes entdeckt im weiten Weltweb. Das fand ich ganz, ganz goldig. Das ist, wenn man richtig hinguckt, sind zwei Bärchen hier drauf. Farbe fand ich auch schön. Da gehört natürlich auch ein Shirt dazu. Ich hätte auch dieses Shirt nehmen können. Aber wie ich euch ja schon öfter mal auf anderen Videos gesagt habe, macht mir das richtig Spaß, den kleinen Mäusen so ein Jäckchen mitzugeben. Und wie gesagt, das Internet ist jetzt leer. Da gibt es keine so eine Dinger mehr, so eine Jäckchen mehr. Und eine Mami hat mir auch noch geholfen bei der Beschaffung oder es werden mir Tipps gegeben, wo ich sie beschaffen kann. Es ist schon sehr, sehr niedlich. Ach, hier ist ein Herz dran, das Momentchen. Momentchen. Liebe, liebe Mami, ich mache es ganz einfach ab. Ich lege es mit bei, vielleicht aus, es ist neu gekauft. Ich möchte nicht, dass das, Schere. Herr Professor, ich brauche eine Schere. Die finde ich gerade wieder nicht. Na, auweia. Wollen wir versuchen. Knack, knack und ab ist es. Geht auch ohne Schere, ne? Ja. So, das ist besser. Ich habe immer Angst, dass hier denn was zerreibt. Normalerweise kann man gut mit denen umgehen. So schnell geht auch nichts kaputt. Aber so eine Reise im Paket, da passieren schon die wundersamsten Sachen. Ja. So.
dann ziehen wir ihm dieses Höschen mal an. Und da kam mir der Popo nämlich recht knapp vor, obwohl es ist eine 62, soll es sein. Mal sehen, was hier drauf steht. Das steht 3 Monate. Käme hin, ne? Jetzt muss es nur noch über den Popo gehen hier, das Höschen. So, und wo habe ich die ganzen, na, ganz schön schon, ganz schön Mühe müssen wir uns geben hier. Jawohl, na. So. Ich fand's goldig mit dem. Ich fand's mal ganz was anderes. So was hatte ich bis dahin noch nicht gesehen. Er hat hier auch so kleinen. Ja, das ist wie ein Teddybärchen oder was. Ja, 2 Teddybärchen. Ich zeig's nochmal. Ich zeig's nochmal richtig. Ja, aber ob es das nochmal irgendwo gibt. Ich werde auch oft gefragt, wo die Sachen herkommen. Wie gesagt, ich bin überall unterwegs und gucke hier und gucke da, weil das ja auch so mein Hobby ist, die Babys schön zu kleidungsmäßig zu gestalten. Naja, und da gucke ich mich eben um. Aber gerade so, ne? Gerade so. So, und ihm habe ich diese Stricksäckchen als Püschen angezogen und das bleibt auch so. Ja, da brauchen jetzt nicht noch zusätzlich Püschen rüber. Ne, denke ich mal nicht. Ja, wenn die Mami das wünscht, dann schaue ich nochmal nach, ob ich noch welche habe. Ich habe ja auch jemanden, der ganz lieb gehäkelt hat. Dafür sage ich dann auch immer Dankeschön. Ja, aber muss ja auch immer alles irgendwie zusammengehen oder zusammenpassen, ne? So, ich zeige den noch. Ich wollte euch das ja noch mal irgendwie ein bisschen höher zeigen, dass man das sehen kann, dass das so wie Bärchen ist. Rechts ein Bärchen, links ein Bärchen, hier Öhrchen und da kleine Öhrchen. Ach, hier habe ich das eine Öhrchen, da schaut mal, da seht ihr, habe ich ein Öhrchen da verschwinden lassen. So, ja. Nochmal alles ein bisschen zeigen. Ich bin heute sehr dicht mit der Kamera rangegangen. Ich möchte immer, dass die Mäuschen auch schön gesehen werden. Er ist auch ein properes Kerlchen, passt gerade so rein hier, ne, ins Bild, aber auch gerade so. Ja, der Nuki ist nun blauer. Ich hätte ja nun mich auch für einen beigefarbenen entscheiden können, aber leider habe ich nur diesen im Moment zurecht gemacht. Jo, was haben wir noch? Knopfi sagt eben auch, er möchte was haben, wenn er nach Hause fährt, wo er keine Angst haben muss. Ein Aufpasser, ja. Ach nee, den Aufpasser, so weit sind wir ja noch gar nicht. Irgendwie fehlt mir noch ein Mützchen. Da hatte ich auch so meine Bedenken. Ja, hatte ich auch Bedenken, dass dieses Häubchen passt ja normalerweise den etwas kleineren Mäusen immer eher schlecht. Und nun habe ich gedacht, na, vielleicht passt ihnen das gar nicht. Aber ich denke mal, schaut mal, das passt ihm. Ist richtig, ist für ihn ist es einigermaßen richtig. Ja, hinten wäre noch ein bisschen Platz. Na, aber da ich jetzt Sorge hatte, dass es nicht passt, habe ich von der Mami, die mir so viele schöne Sachen gehäkelt hat, die hatte ich plötzlich oben in der Hand, so eine Mütze mit einem Puschel. Also die reißt auch mit, wenn es einigermaßen passt. Ich fand sie herrlich. Habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gesehen? Ich weiß nicht, ich hatte es vielleicht schon mal gezeigt mit den Bausätzen zusammen. Ich weiß es nicht. Also, jetzt muss ich mal gucken, wo vorne und hinten ist, das weiß ich nicht. Na gut, die Mami kann ja sagen, ob ich es mit beilegen soll. Ich fand es herrlich mit diesem Puzzle. Aber wir haben Frühling und da ist das eine, da versauft der Knoxi drinne. Aber wenn die Mami das haben will, kriegt sie das mitgeschickt. Die wird es mir schon sagen. So, ja. Also, das war erstmal das zur Puzzlemütze. Dann hat Knoxi gesagt, er hat Angst alleine, er möchte auch ein Spielerchen mit haben. Sich setzt dieses Mützchen nochmal auf, das ist, glaube ich, auch das Richtige. Das war jetzt mehr ein Scherz, aber wie gesagt, gezeigt ist gezeigt und wenn die Mami das Mützchen haben will, kriegt sie das. Ich weiß ja, dass sie auch viele noch größere Mäuse hat. So, na, da, das passt doch, ne? Hier, muss ich gleich nochmal zeigen. Höschen, da ein Bärchen, da ein Bärchen. Und wenn man es auf die andere Seite legt, dann sind es noch mehr Bärchen. Ganz, ganz viele Bärchen. Ja, so meine Lieben, jetzt habe ich am Anfang eine lange Rede gehalten, dass ich nicht so sehr oft mehr zu sehen bin im Moment, weil es ist niemand fertig, niemand zum Vorstellen, niemand zum Zeigen. Ja, was mache ich da? Da kann ich mich tatsächlich nur als Sammlerin oder Reborn-Mami präsentieren und da habe ich im Moment zwar Pläne, ich habe auch wen, aber muss ich erstmal schauen, in welcher Form ich das dann mache. Gut, aber wie gesagt, wenn ich mich verabschiede ich mich offiziell und melde mich, sag dann auch Bescheid.
damit ihr nicht vergebens auf irgendwelche und irgendwas warten müsst, ne? Auf irgendwelche Videos und irgendwas und so weiter. Ja, jetzt ist Frühling, jetzt habe auch ich draußen viel zu tun, es ist halt so. Jo, aber mein Schatzilein, du bist ein Schnuffelchen. Ja. Der macht nochmal Winke, Winke. Wir sind schon leider schon wieder am Ende angelangt. Aber in absehbarer Zeit kommt noch ein kleines Mädchen bis zum Monatsende hin. Dann reist auch die nach Hause. Die zeige ich euch natürlich auch noch. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also wie gesagt, ich bin nicht ganz weg. Ich bin zwar auch immer nicht ganz da. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, ich bin nicht ganz dick. Bin ich vielleicht auch nicht. Gut, also, und wie gesagt, ich möchte dann die Babys nach meinem Geschmack und meinen Vorstellungen gestalten. Und dieser Mami bin ich immer sehr, sehr dankbar, dass sie mir das auch lässt, dass ich das kann. Und dann, wenn sie mir gefallen, dann gefallen sie der Mami auch meistens ganz gut. Ja, also, jetzt sagen tschüss, der kleine Knoxi-Schatz. Es ist wirklich mein kleiner Schatz. Und eure Viola aus Violas Babystube. Lasst es euch gut gehen. Genießt den Frühling. Schönes Wetter, sofern ihr habt. Und bis zum nächsten Video. Das kommt, also wie gesagt, bis Ende des Monats ist die kleine Mausi sicherlich auch fertig. Das ist dann, wenn ich Knoxi eingepackt habe, geht es mit dem nächsten Baby weiter. Ich mache nicht mehr parallel. Das schaffe ich nicht mehr und kann ich nicht mehr. Nun habe ich aber, glaube ich, auch genug gejammert. Ne? Jammern nützt nichts. Man muss es tun. Ja, also wir sagen jetzt ganz lieb tschüss. Lasst es euch gut gehen. Eure Viola aus Violas Babystube und mein kleiner Schatz, der Knoxi. Macht es gut. Bis bald.